Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wie ihr seht, sind wir gerade unterwegs, beziehungsweise wir sind gerade angehalten. Weil Dummerchen Ebro hat vergessen, Löffel einzupacken für Baby Hamza. Und ich wollte ihm gerade was zu essen geben und ja, kein Löffel da. Und jetzt sind wir kurz angehalten. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Axadei. Eigentlich habe ich gar keine Lust, aber nicht wegen, weil ich keine Lust habe auf die Leute, sondern weil ich keine Lust habe auf diese lange Fahrt. Die nervt mich schon ziemlich. Und ja, die Klimaanlage funktioniert nicht, beziehungsweise funktioniert immer nur dann, wenn sie Bock hat. Schmeckt der Schnulli? Schmeckt der Schnulli? Ich kann euch nur so viel sagen. Heute, weil wir ja über 90 Kilometer fahren, müsste mein Mann kein Fasten. Also er müsste heute nicht fasten und tut er nämlich auch nicht. Ein Glück, weil ich habe heute endlich meinen Mann wieder zurück. Das war die schlimmste Ramazan-Zeit, die ich bis jetzt erlebt habe, weil mein Mann einfach so aggressiv ist. Ich dachte, das ist doch nicht der Zweck vom Fasten. Er hat es, glaube ich, irgendwie noch nicht gecheckt oder so. Und guck mal, was für Löffel er mir mitgebracht hat. Holzlöffel. Ja. Oh mein Gott. Naja, besser als gar nichts. Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Ja, ich würde jetzt sagen, ich fütter jetzt mal weiter und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Axadei wieder. Bis gleich. Wir sind jetzt angekommen. Machen Überraschung. Überraschung. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern sind wir einfach nur noch tot ins Bett gefallen. Also gestern ist nichts mehr vorgefallen. Und deswegen werde ich euch heute und morgen mitnehmen. Und ja, wir sind jetzt schon früh wach. Es ist kurz vor 9. Ich bin seit 45 Minuten wach. Und Leute, das letzte Mal, als Sami mich gelassen hat, von wegen, du kannst jetzt heute die Nacht ausschlafen, meinte ich, habe geschlafen. Natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden am Stück geschlafen und der Rest war nach rechts und links gedreht. Und heute, ich habe so gut geschlafen, Leute. So gut geschlafen habe ich schon seit langem nicht mehr. Und es liegt einfach an der Wohnung. Es steht schon mal fest. Wir sind auch ein bisschen aus Istanbul abgehauen. Aus dem Grund, weil die Cousine von Hamza, die hat leider einen schlimmen Virus eingefangen. Und zwar den Rotavirus. Und liegt seit Tagen im Krankenhaus mit Durchfall und kriegt Infusion und. Und das ist sehr ansteckend. Und leider hat Hamza die Impfung nicht und sie hatte diese Impfung auch nicht. Und ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich ihn nicht dagegen geimpft habe, aber ich bin absolut kein Impfgegner. Ich bin immer pro Impfen, aber warum ich diese Impfung habe nicht machen lassen, ich glaube, ich habe einfach Angst gehabt vor diesem Darmverschluss beziehungsweise von dieser harten Nebenwirkung. Und ja, ich dachte, ach, dieser Rotavirus ist ja wahrscheinlich so wie dieser Neurovirus und wenn es da mal passiert, dann liegt er halt im Krankenhaus, aber und ja, alle sind krank. Schwiegermutter ist krank, Papa ist krank, Mutti ist krank und das Kind ist krank, alle sind krank, alle haben jetzt diesen Virus und liegen halbtot im Krankenhaus, ja. So, ich bin jetzt raus, weil ich kurz zu BIM will, beziehungsweise in den Supermarkt, weil ich meine Zahnbürste vergessen habe. Ich habe Abschminkpads vergessen. Und dann wollten wir noch was zu frühstücken holen, was zu trinken. Und ich nehme euch mit. Falls ich dann bei BIM filmen darf. Aber ich denke nicht. Mal gucken. Das ist immer sehr, sehr praktisch, wenn man einen Supermarkt genau gegenüber der Wohnung hat. Und BIM ist so viel wie unser Aldi, beziehungsweise unser Lidl in Deutschland. Und gucken wir mal, was es da so Schönes gibt. Genau, das wollte ich auch mir holen, hier diese Sachen für den Sommer, für den Strand. Aber die sind wahrscheinlich schon alle ausverkauft. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz rein. Okay.
wird hier in der Runde gefrühstückt. Hamza. Der schmeckt gut, ne? So, ich habe hier gerade mein Video geschnitten. Und jetzt explodiert. Exportiert ist es gerade. Und ich werde jetzt was essen. Wir haben das jetzt nämlich kurz vor eins. Hamza macht gerade Mittagsschläfchen und guckt mal, wer hier im Kühlschrank hängt. Mr. Sami, ich. Mr. Dudi. Gut, den seht ihr jetzt nicht. So, ich werde jetzt hier eine Suppe essen. Das ist eine Mehlsuppe. Habe ich jetzt so auch noch nicht gegessen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Brot haben. Ah ja. Die Omis haben einfach immer die besten Rezepte, ist echt so. So, ich wollte eigentlich heute heraus und für Hamza was holen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit an dem Video geschnitten und bin jetzt gerade dabei, Abendessen zuzubereiten bzw. einen Salat zu schnibbeln. Und ja. Hamza! Gott, dieser Vogel geht mir jetzt schon auf den Sack. Hamza! Er spielt seit einer halben Stunde damit. Tag, Tag, Tag. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht. Als ich Hamza die Windel gewechselt hatte, hat er überall hingepieselt und dann musste ich ihn duschen. Und ja, heute ist Dienstag und wir wollen jetzt ein bisschen rausgehen mit Hamza. Ich konnte irgendwie gestern nicht, weil ich hatte so eine Schwindelattacke mal wieder. Weiß ich gar nicht, was ich anziehen soll, weil ich habe nicht so viele Sachen mitgenommen. Und ich glaube, ich ziehe einfach das an, was ich gestern anhatte. Dachte ihr wahrscheinlich, wie eklig bist du denn? Aber ich bin halt kein Mensch, der so viel schwitzt oder so. Und deswegen, solange das noch gut riecht, da machen wir mal den Riechtest. Und das noch sauber ist. Kann man das, finde ich, auch noch am nächsten Tag anziehen. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich das jetzt nochmal an. Und dann kann das in die Wäsche. So, ich sehe mich zwar nicht, aber wir fahren jetzt irgendwo hin. Keine Ahnung, wo mein Mann uns jetzt hinbringt. Hamza, du brauchst gar nicht glauben, dass du jetzt da vorne sitzt. So, ein Glück hat unser Auto diese Dinger hier. Und was ich euch noch zeigen wollte, könnt ihr es erkennen? Ebu, Hamza. Ich habe mich so derbe darüber gefreut. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Sami ist wieder nur am Meckern. Auch kein Weltwunder. Ist ja noch Ramazan, ne? Das waren die anstrengendsten Ramazan-Tage für mich. Sind ja jetzt nur noch ein paar Tage, aber ich weiß, es ist schwer zu fasten und mir steht es halt wie gesagt nicht zu, weil ich stille. Es ist wirklich sehr schwer bei dieser Hitze. Ey Leute, das ist arschheiß jetzt, ne? Aber muss er durch. So, wir sind jetzt hier in so einem Park angekommen. Das ist eigentlich so eine Picknicklandschaft hier und die Leute sind natürlich sehr schlau. Die haben jetzt hier überall, wie man hier zum Beispiel ganz gut erkennen kann, einfach so eine Wasserflasche dahingestellt, um sich das zu reservieren, wie in den Hotels mit den Handtüchern. Weil hier heute Abend findest du hier natürlich keinen Platz mehr, weil alle hier ihr Iftar dann machen. So. Nein, nein. Allah, Allah, nein. Hamza hat Angst vor Gras. Nein. Ich wette mit euch, der hat Pollenallergie oder irgendwas. Jetzt sind wir hier nämlich gerade hier und geht bei ihm wieder mit dem Genieße los, ne? Oder? Siehst du denn da?
Ja, ich sitze hier gerade mit Schalwar und Oberteil und könnte schon erkennen, was wir hier gleich machen werden. Und zwar ist das Innenleben von den gefüllten Weinblättern, die wir gleich machen. Das ist auch nur halb gekocht. Also ihr seht, es ist noch sehr warm. Und das sind die Weinblätter, die sie rausgelegt hat, beziehungsweise ich glaube, sie hat die eingeweicht und dann ausgepresst. Und gleich heißt es, na, what time is it? Richtig. Das Ganze wird dann gerollt. Und meine Oma meinte gerade, also die Oma von Sami ist ja auch gleichzeitig meine Oma, ob Salz gut genug ist. Ich würde sagen, ja. Und wir hatten gestern übrigens, Sami hat für seine ganze Familie hier in Aksaray ein Iftar-Essen gegeben für 20 Leute. Das heißt, wir waren dann zu Hause. Einer hat Suppe gemacht, der eine hat Reis gekocht, der andere hat einen Salat gemacht und dann wurde in der Stadt mal eben so Fleisch angebraten. Und ihr könnt euch vorstellen, 20 Leute in einem Haus. Ich bin fast durchgedreht, ey. Und ihr wisst, warum machen wir das Ganze jetzt? Weil natürlich am Freitag Bayram ist. Das heißt, Ramadan ist vorbei. Also nur noch morgen. Und dann haben wir das endlich überstanden. Also ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich auf Instagram so ein bisschen mich zurückgehalten habe mit den ganzen Stories und so. Also es war natürlich alles beabsichtigt, weil ich wollte einfach tagsüber nicht so viel... Ja, ich wollte euch einfach nur tagsüber nicht auf den Sack gehen. So, Hamza! Hamza krabbelt nämlich, beziehungsweise er robbt. Also ist kein richtiges Krabbeln. Und jetzt beobachtet er, glaube ich, hier die Waschmaschine, ja. Ich guck mal eben nach Sami. Es hat auch nicht geholt. Jetzt kommen hier einige noch zum Helfen. Ja, ich würde jetzt das Video beenden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche zum Mitvlog. Hier meine letzten beiden Videos. Hier dürft ihr mich abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.